KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zu Kates Geburtstagsfolge vom KinoCast hier. Episode 702 am 30.01. Hallo Kate, herzlich willkommen. Alles Gute zum Geburtstag. Hallo und Dankeschön. Ich singe jetzt nicht, oder? Chris, willst du singen? Nein. Ich würde es einfach zu gern hören, wenn Erik singt, wenn ich Das ist nicht singen, das ist Summen. Ja. Das ist Summen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich hoffe, ich klinge jetzt wieder ein wenig besser. Ich bin ja hier immer noch in meiner Corona-Phase und ich hoffe, ich klinge jetzt nicht mehr wie so ein erkälteter Wookie oder sowas. Deswegen, ich hoffe, das geht jetzt wieder besser. Wie der dunkle Wookie oder der liebe Wookie? Was ist denn der Unterschied zwischen dem dunklen und dem lieben Wookie? Das muss man jetzt mal der dunkle Wookie aus Book of Boba Fett, der ist ja doch eher ein, ja, der das andere war eher so ein lieber Kuschelbär. So ein Kuschel-Wookie. Ja. Ja, dann bin ich, glaube ich, eher der Kuschel-Wookie. Okay. Alles klar, apropos Kuschel-Wookie, da hab ich einen sehr schönen Film für dich. Den hatten wir in der Sneak Preview, nämlich in der vergangenen Woche, wo du leider nicht konntest. Licorice Pizza gab es dort. Und mal gucken, was wir da für Pizza bekommen haben. Und was haben wir noch so im Angebot? Oh, Ghostbusters Afterlife sehe ich hier. Interessant. Den muss ich auch noch gucken. Hey. Das, hat sie mir einfach vorweggenommen hier. Sowas. Honest Thief. Ich glaube, der ist mit Liam Neeson, oder? Richtig, Liam Neeson. Crime Game. Oh, hat noch jemand geschaut. Wusste ich gar nicht. Dann werde ich das bei mir auch reinnehmen. Und ich habe mir einen Film ausgeliehen. Da hatten wir, als der bei den Kino-Neustarts kam, da hatte der Chris, glaube ich, gesagt, Erik, es könnte was für dich sein, weil du hast den vorgelesen. Nahschuss, da geht es um jemanden, der in der DDR verhaftet wird wegen Landesverrat und den habe ich mir gegeben. Ja, was haben wir noch so? Ein paar Serien? Oh, das lese ich jetzt nicht alles vor. Ist das der Serientitel? Das ist ja. fast die ganze Beschreibung der Serie. Okay. Das ist der Serientitel. Rätsel gibt es natürlich auch, Musiktipps, alles komplett heute in Kates Geburtstagsfolge. Und jetzt erstmal zum Film, zur Sneak Preview in den Innenstadtkinos im Gloria in der vergangenen Woche. Das war der Film Licorice Pizza, den wir auch schon bei den Golden Globes mal angesprochen hatten. Der war ja nominiert. Hat aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nichts gewonnen gehabt. Und es ist der neue Film von Paul Thomas Anderson oder P.T. Anderson, wie seine Freunde sagen. Nicht zu verwechseln, nicht zu verwechseln mit Wes Anderson und nicht zu verwechseln mit, wie hieß der andere, Paul W.S. Anderson, der immer so diese Resident Evil Filme macht und sowas. Und Wes Anderson, der die ganz verschrobenen Filme macht, sondern Paul Thomas Anderson ist der so die, naja, wie soll man es sagen, so wie zum Beispiel Der Seidene Faden war ja Oscar nominiert, dann There Will Be Blood hat ja Oscars gewonnen auch und Inherent Vice, natürliche Mängel hatten wir, glaube ich, in der Sneak Preview, wenn ich mich recht erinnere. Punch Drunk Love hat er gemacht, Magnolia, den finde ich sehr, sehr gut immer noch, den Film, Boogie Nights. Und er ist einer der Verfechter von echtem Filmmaterial, während schon die halbe Hollywood- und überhaupt Filmindustrie weltweit auf digital umgestiegen ist, nimmt er immer noch das normale Filmmaterial von früher, 35mm, was den Film einen ganz eigenen Look verleiht, was man gar nicht mehr so gewöhnt ist in Zeiten von diesen ganzen Netflix-Digital-Schnellschuss-Produkten, die da irgendwie rausgerotzt werden, die zwar alle immer sehr glossy aussehen und aber alle irgendwie letzten Endes den ähnlichen Look haben. Und hier sieht man mal wirklich wieder was anderes, was einen so ein bisschen erinnert an die gute alte Zeit des echten Kinos, wo ja, wo es nicht um Spezialeffekte ging, wo es nicht drum ging, nun, weiß nicht, Unmengen von Filmmaterial zu verschwenden, wo die Filme halt immer länger und immer länger werden, weil man halt digital so viel drehen kann, wie man Bock hat, sondern wo man halt wirklich Kill Your Darlings und dann den Film so zusammenschneidet, wie er wirklich am besten passt und auch die Szenen dreht, die einem am besten gefallen. Und das ist eigentlich Licorice Pizza. Die Story dreht sich darum, dass ein junger Mann, der ist in der Schule und eines Tages kommt eine Fotografin oder ein Fotografenteam zu denen an die Schule. Und die machen dann so, ihr kennt es bestimmt, so diese Jahrgangsbücher in den USA, ne? Da kommt halt jemand und fotografiert die. Und der junge Mann, den wir sehen, der wird gespielt von Cooper Hoffman.
Und sagt euch der Name. Der Sohn von Philipp Seymour Hoffman, ne? Richtig, das ist der Sohn von Philipp Seymour Hoffman. Und, bam, guck mal hier, ich bin vorbereitet, ne? In seiner ersten Rolle. Und also ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber der hat mich wirklich absolut umgehauen. Also so gut. Und der hat so viel auch geerbt von seinem großartigen Vater. Das ist absoluter Wahnsinn. Wusste ich gar nicht, als ich im Film saß. Ich habe dann irgendwann den Namen gelesen, dachte ich, ah, okay, das könnte sein. Habe mal kurz nachgeguckt, ja. Und die eine Fotografin, die da mit dabei ist, wird gespielt von Elena Haim. Und es gibt offensichtlich eine Band in USA, die Haims, also H-A-I-M, die mir überhaupt kein Begriff war, muss ich sagen. Also das ist ja so eine Popband, die aber auch ganz erfolgreich ist. Und wie ich dann nachfolgend recherchiert hatte, Paul Thomas Anderson hat einige Videos von denen gedreht und hat dann offensichtlich die älteste Schwester von dieser Haim-Band engagiert für diesen Film. Und sie spielt eine 25-Jährige eben in dem Film und Cooper Hoffman ist 15. Und irgendwie passiert aber was zwischen den beiden, als sie sich kennenlernen in der Schule. Und sie sagt natürlich, okay, der ist viel zu jung für mich. Und er ist aber schon, ja, ich würde nicht sagen altklug, sondern er hat schon eine Filmrolle gehabt. Das spielt auch alles in Los Angeles. Er hat auch schon mal eine Filmrolle gehabt in einem erfolgreichen Film und hat dadurch auch, er ist nicht so der typische 15-Jährige irgendwie mit Flausen im Kopf und irgendwie keine Vorstellungen, sondern er ist schon relativ klar im Kopf und die Elena Haim, die ist wiederum sehr am Struggeln. Also sie hat natürlich mit ihren ganzen Schwestern, mit denen sie zu Hause lebt und die haben alle schon irgendwie sichere Jobs und sie schlägt sich noch ihre Zeit so mit Gelegenheitsjobs durch, mit diesem Fotografenjob und sie trifft nun auf diesen Jungen, der wirklich so sagt, hey, lass uns doch mal was trinken gehen. Und sie sagt, hey, du bist doch 15, was willst du von mir und so. Und er sagt, ja, ich bin heute Abend da und dort und so, komm doch mal hin. Und da ist ein Gespräch bei denen. Und man merkt halt, dass da schon irgendwie, dass die beide schon eine Ähnlichkeit haben, so ein bisschen auf den Nenner zu kommen. Und ja, er sitzt dann in dieser Bar und sie kommt dann tatsächlich und sie unterhalten sich. Und daraus entsteht dann so eine, ja, über einen längeren Zeitraum entstehend, über mehrere Jahre, auch mit Zeitsprüngen, so eine ja, Freundschaft/Beziehung zwischen den beiden, die aber jetzt nie so direkt irgendwie in sexuelle oder irgendwie solche Sachen überschreitet. Aber ja, beide starten dann auch zusammen diverse Businesses. Also ich will mir nicht zu viel verraten, aber das erste Business, was sie starten, nachdem das mit Hollywood alles nicht ganz so klappt, bei ihm jetzt, weil er will natürlich, er hatte ja als Kinderstar mal Erfolg gehabt und schafft es dann aber nicht so recht, in der Branche Fuß zu fassen. Deswegen startet er diverse andere Businesses, zum Beispiel damals ganz neue Wasserbetten. Und das geht damals ab wie der Hammer und ab wie Schmidts Katze und er nimmt sie mit dazu in das Geschäft rein und das macht ihr auch Spaß und sie fasst aber so ein bisschen Fuß im Filmgeschäft und da gibt es dann auch, was man im Trailer schon sieht, so Szenen mit diversen Cameo-Darstellern, die ich jetzt mal nicht verraten will und das Ganze ist wirklich ein absolut wundervoller, wunderbarer Film. Der ist nicht nur toll gedreht, die Story hält einen die ganze Zeit irgendwie gefangen. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Ich saß manchmal nur da und habe gedacht, oh, ist das toll gedreht, weil das war schon in der Anfangsszene von dem Film, wo ich dachte, oh, meine Güte, ey, da hat wirklich jemand sich Gedanken gemacht, wie man so ein Bild komponiert, wie man was irgendwo hinstellt, wie man es beleuchtet. Und ich war wirklich von fast den ersten Sekunden in diesem Film sowas von drin, weil der auch seine Stimmung die ganze Zeit behält. Es ist jetzt nie so, dass es einen irgendwie rausbringt, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber furchtbar oder irgendwas. Und das sind so absurde Szenen drin, die einfach total schön sind, inszeniert sind, wie die, die man auch im Trailer schon sieht, hier mit dem Mann von Barbara Streisand, wie so schön heißt. Und auch Cameo-Darsteller hier, den ich jetzt mal noch nicht verraten will. Und ey, das ist so ein wahnsinnig toller Film. Cooler Soundtrack. Und diese Geschichte zwischen den beiden, die nun über viele Jahre sich abspielt, die irgendwie Freunde sind. Manchmal können sie auch nicht so recht miteinander.
Da entzweit sich das mal ein bisschen, dann finden sie wieder zueinander, weil sie irgendwie doch eine gemeinsame Basis haben, aber durch diese, ja, durch diese Altersdifferenz auch, also er lernt dann auch mal andere kennen und sie lernt andere kennen und so, das ist halt, aber sie finden immer wieder zurück zueinander und das ist ein wahnsinnig toll und schön erzählter Film, das hätte ich nicht gedacht und das ist so ein bisschen das, was einen so in dieser ganzen letzten Zeit von Netflix Schnellschussproduktionen, die irgendwo mal gesichert wurden, die vielleicht gefühlt noch gar nicht ganz fertig waren, die Filme, wo man gesagt hat, okay, komm, ins Kino kommt der eh nicht, wir Netflix, wir kaufen den und wir rotzen den bei uns auf der Plattform raus, irgendjemand wird den schon gucken. Ja, und hier ist halt wirklich so ein handgemachter Hollywood-Film, der ins Kino gehört, der wahnsinnig tolle Bilder hat, auf 35mm gedreht ist, einen richtig coolen Soundtrack, gute Geschichte und wahnsinnig überzeugende Darsteller. Ich wundere mich ein bisschen, dass der bei den Golden Globes nichts gewonnen hat, weil der hat mir wesentlich besser gefallen als die anderen, die ich da bis jetzt aus der Auswahl gesehen habe. Und also ich schätze hier mindestens 2 Oscar-Nominierungen, ich schätze mal eher sogar 4. Also für Darsteller, für Drehbuch, für Kamera auf jeden Fall, Regie. Also das ist, und es gibt ja diesen Tarantino-Film, der auch so ein bisschen in der Zeit spielt, Once Upon a Time in Hollywood. Und das, was Tarantino falsch gemacht hat in dem Film, ich hasse ja diesen Film, der ist einfach furchtbar, das macht der Film hier wiederum absolut richtig, weil er bringt einfach, er transportiert dieses Gefühl, was ich nicht erlebt habe, weil ich war in dieser Zeit nicht in Hollywood, aber das war so greifbar in diesem Film und war auch dann am Ende des Films, also Applaus in der Sneak und so, das war echt Wahnsinn. Ui. Kann ich sehr empfehlen. Also, wobei ich von dem Titel her nie gedacht hätte, dass es irgendwie, wenn ich nur den Titel lese, also hätte ich nicht gedacht, dass das ein Film für mich ist oder so. Und in dem Film kommt auch keine einzige Pizza vor. Das ist schade. Aber absolut empfehlenswert, wenn ihr den irgendwo in einem Stream, vielleicht kriegt man einen Screener oder so, dass ihr den mal gucken könnt, obwohl das eigentlich ein Film ist, der ins Kino gehört. Aber ja. Licorice Pizza von mir, wirklich 9 Punkte. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und vielleicht, wenn ich den jetzt noch ein, zweimal sehe, vielleicht werde ich den dann sogar noch ein bisschen auf. Mal gucken. Der hat so ziemlich alles, was so diese Paul Thomas Anderson Filme ausmacht, aber ist kein typischer Thomas Anderson Film, ist aber wiederum doch ein sehr typischer Thomas Anderson Film, weil er nämlich extrem gute Bilder hat, gut Regie geführt ist und ein sehr gutes Drehbuch hat und Darsteller. Aber er hat nicht so diese Schwere wie manche anderen Paul Thomas Anderson Filme und hat auch nicht so dieses ganz abgefahren Weirde, sondern das ist eine Story zwischen 2 Menschen, die in der Gesellschaft leben, mit denen eigentlich jeder an irgendeinem Punkt connecten kann, weil jeder hat schon mal gewisse Sachen durch und hat mich teilweise auch sehr an Almost Famous erinnert, an den Film, der auch so schön gespielt von Cameron Crowe, der auch so gut gespielt war und so ein bisschen herummeandert. Und dann ging es ja auch um 2 Personen, die irgendwie nicht miteinander und nicht ohneinander können und so. Ja, sehr empfehlenswerter Film. Ist auch, glaube ich, hat jemand einen Blick gerade in die Gruppe, wie der da angekommen ist, in die Gloria Sneak-Gruppe? Ja, ich ziemlich gut. Also die meisten Punkte gab es, 7 Leute haben 9 Punkte gegeben. Also es gab einen, der auch nur 1 Punkt gegeben hat, aber überwiegend gute Bewertung. Ich sehe gerade, ja, sogar die Nadine, ich nenne jetzt mal keinen Nachnamen, die hat 0 Punkte gegeben. Ich weiß nicht, ob die sich verklickt hat oder ob die gar nicht im Film war. Ja. Oder er hat ihr einfach nicht gefallen? Ich sehe gar niemanden, der eingegeben hat. Komisch. Ich glaube, ich meinte 0. Vielleicht, ja. Vielleicht hat die es nochmal geändert oder so. Ja, 0, 4, 6 und der Rest spielt sich zwischen 7 und 9 ab. Ja, ziemlich gut. Und gibt es schon einen Tipp für morgen? Kann man da auch wieder so ein Knaller-Ding erwarten, der vielleicht Oscar-nominiert ist? Das kann ich dir heute noch nicht beantworten. Aber der Tipp lautet, eine Runde Nachos für alle. Und da sind auch schon Tipps eingegangen. Also du zum Beispiel tippst auf den Film Was geschah mit Bus 670? Ja. Und der Benjamin tippt auf Moonfall. Ja, Moonfall wäre cool. Ja. Wäre extrem cool. Glaube ich auch fast nicht, dass wir so einen... Glaube ich auch nicht. ...so einen absoluten Top-Film hier in der Sneak sehen. Aber ja, wobei...
ich ja schon mit den, ja, aber mit den zuletzt Trailer, also mit dem letzten Trailer, der rauskam, war ich ja nicht so glücklich, weil der sehr albern aussah. Der Finale lustig, geht schon wieder. Ja. Ja. Ach, ich denke mal, da wird schon ganz. Ach, der ist schon auf sehr auf albern und lustig. Unser schwäbisches Spielberg, so Roland Emmerich, da müssen wir supporten hier. Mal schauen, den gucke ich auf jeden Fall, Moonfall. Den gucke ich auch im Kino an. Also das ist so ein Ding wie Matrix. Also wenn da Emmerich irgendwie einen neuen Film macht, dann gehe ich auf jeden Fall. Dann rennt der Erik da rein. Da gehe ich rein, da bin ich Fanboy. Da. No matter what. Ich habe, das war wirklich einer der ersten, in Anführungszeichen, Erwachsenenfilme, den ich im Kino gesehen habe, war das Arche Noah-Projekt. Der lief sogar bei uns in der DDR im Kino. Und da war von Roland Emmerich und der hat mich so weggeblasen, der Film. Das war so anders als das, was ich bis dahin so gesehen hatte. Und fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen irgendwie hat das was. Ja, was geschah mit Bus Nummer 670? Da geht es darum, dass es gibt ja viele, die aus Mexiko versuchen, in die USA zu fliehen. Und da gibt es halt so Schlepperbanden. Und da gibt es so einen Bus, so einen Schlepperbus, dieser Bus Nummer 670. Und der verschwindet dann irgendwie. Und da sind zwei Brüder, glaube ich, drin. Und die verschwinden dann halt und die Mutter oder die Großmutter, ich weiß gar nicht, die macht sich dann halt auf die Suche, was da passiert ist nach einiger Zeit, nachdem sie nichts von denen hört, von ihren Kindern oder von ihren Enkeln, ich weiß gerade nicht mehr genau, und macht sich auf die Suche, sieht sehr dramatisch und berührend aus. Könnte natürlich sein, ich habe mich dem Tipp genähert aus der Richtung Nachos wegen Mexiko und so. Mal schauen. Vielleicht kommt auch was ganz anderes. Wie hättest du dich dann dem Tipp genähert, wenn da gestanden hätte, eine Runde Nudelsuppe für alle? Nudelsuppe hätte ich vielleicht eher was Asiatisches vermutet oder so. Nudelsuppe! Gute Nudelsuppe. Ja, so eine Wantan-Nudelsuppe oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Wantan ist doch keine Nudelsuppe, das ist eine Wantan-Suppe. Was ist mit dir los? Sind da nicht so kleine Glasnudeln mit drin? Nee. Na gut. Wenn wir einmal bei der Gloria Sneak Facebook-Gruppe sind. Ich habe eine Umfrage erstellt über die Sneak Preview des letzten Jahres. Da gab es ja nicht so viele diesmal, ne, wegen Corona und so. Und da könnt ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt da abstimmen für den besten Sneak-Film des Jahres. Schlechtesten haben wir jetzt mal außen vor gelassen. aber ich sehe hier, dass zum Beispiel für Lamb oder für Passion Simple oder so, es sind noch keine Titan? Votings eingegangen. Titan ist auch nichts eingegangen. Ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber momentan führt Cash Truck Wrath of Man mit Jason Statham. War auch übrigens mein Vote. Ich hoffe, ich habe da niemanden beeinflusst. Jason Statham. Also ich habe Der Spion gewählt. Der war auch sehr gut, ja, aber man kann sich halt nur für eins entscheiden. Und das ist ich habe tatsächlich hier Killers Bodyguard 2 geklickt, weil ja, ich habe den so gefeiert und ich fand den so großartig. Ja. Deswegen. Last Night in Soho hat 2 Stimmen. Der ist auch richtig gut. Hatte gewesen. Martin der auch. Der ist eigentlich auch echt richtig gut, aber ja. Tja. Also klickt da mal rein. Ich glaube, wenn ich alles richtig gemacht habe, ist das so oben angepinnt, der Beitrag. Also ist das noch? Weiß gar nicht. Nee. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen nach unten gerutscht hier, warum auch immer. Ihr findet das schon, die Umfrage, welcher Film war der beste Gloria Sneak-Film der Innenstadtkinos im verkürzten Kinojahr und verdient die goldene Gloria. Vielleicht lassen wir da mal so einen kleinen... Die goldene Gloria, ja. Vielleicht dann schicken wir das den Filmhersteller dann in den Film. Wir hatten tatsächlich bei Hessen und Gera waren, hatte ich so einen kleinen Pokal. Kannst ja bei in so einem Geschäft, kannst ja so Pokale machen lassen. Und da gab es so eine kleine Figur, die sah irgendwie ganz cool aus und davon hatte ich ein paar genommen und immer wenn wir einen Regisseur oder sowas zu Gast hatten, gerade so Jungregisseure, da hatten wir damals den von, wie hieß der, Jena, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der Regisseur hieß, hier von Jena Paradies, Film, dem hatten wir einen gegeben gehabt, nachdem das alle sehr gut fanden, genau, Marco Mittelstädt, das war dem sein Spielfilmdebüt und das hat er damals bei uns vorgestellt und es fanden alle sehr gut und dann haben wir ihm das verliehen. Da hat sich total gefreut, was sein erster Filmpreis er gekriegt hat. Da hat er gesagt, er kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei ihm in der, im Regal und das fand ich cool. Vielleicht kann man auch sowas etablieren. Kostet ja nicht die Welt. Mal schauen. Dann sind wir durch mit den Sneak-Tipps und dann schauen wir doch mal in die gesehenen Filme, die eigentlich mehr oder weniger jetzt im Heimkino stattgefunden haben.
Heimkino. So, jetzt ist alles hier ein bisschen durcheinander. Wer möchte denn anfangen? Ich. Na dann, schieß los. Ich habe Ghostbusters Legacy geguckt. Den kann man nämlich jetzt kaufen bzw. leihen. Und wir haben ihn gekauft, damit der Chris ihn sich auch noch angucken kann, weil der wieder andere Sachen zu tun hatte, als mit mir den Film zu gucken. Ich erinnere mich dran, dass unsere liebe Kollegin, die Annemarie, über den Film schon berichtet hatte. War die Luise, aber macht nichts. War die Luise? Ja, genau. Das war die Annemarie. Egal, dann war es eben die Luise, eine von beiden. Liebe Grüße. Damals schon sehr gut fand. Und ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was es geht. Eine Familie, aber bestehend aus einer Frau und ihren zwei Kindern. Bisschen spät, aber ja. Haben ein bisschen Geldprobleme und finden dann raus, dass von der Mutter der Vater gestorben ist. Und sie fahren raus zu seinem Grundstück, was sie jetzt geerbt hat. Und finden dort eigentlich eher so eine kleine Ruine vor, als das, was sie sich erhofft hatten. Und stellt sich dann relativ schnell raus, dass der Vater einer der Ghostbusters war. Woher sie das genau wissen, ist so, dass die kleine Tochter, die Phoebe heißt die kleine Tochter, ist so ein bisschen nerdig veranlagt und will viel wissen und will viel lernen und so. Und die findet so das eine oder andere in dem Haus, was sie dann mit in die Sommerkurse der Schule mitbringt, weil sie hat keine Lust, irgendwie was anderes zu machen, also geht sie in die Schule, wo aber auch nicht unbedingt viel zu lernen gibt, weil da immer nur Filme gezeigt werden. Und ihr Lehrer, gespielt von Paul Rudd, erkennt, was sie da dabei hat, und zwar eine Geisterfalle. Sie findet im Haus eine Geisterfalle und Paul Rudd findet dann auch raus, dass es kein Replikat ist, sondern dass es ein Original ist. Und sie versuchen rauszufinden, ob es noch funktioniert, und lassen dadurch versehentlich ein paar Geister frei, die sie natürlich dann auch wieder einfangen müssen. Und dann geht auch noch ein bisschen was Komisches in der Stadt vor mit Erdbeben und so, was man auch im Trailer schon mitbekommt. Ich will gar nicht so viel verraten. Das ist wirklich ein sehr, sehr charmanter Film. Ihr Bruder spielt dann auch nochmal eine Rolle in dem Ganzen. Und es ist ein sehr, sehr charmanter Film. Und er macht mehr richtig als der letzte Ghostbusters-Film, der einfach nur Banane war. Das ist eine richtig, richtig schöne Hommage an die alten Filme. Man hört und sieht auch den ein oder anderen aus dem Originalcast wieder. Und Actor One ist auch mit dabei. Und Spoiler! Was soll ich sagen? Die gehen auf Geisterjagd. Ach, den sieht man doch auch schon im Trailer, du Held. Ich weiß, ich wollte dich einfach beschimpfen. Also mir ging das Herz auf, als ich den Film gesehen habe. Allein wegen dieser Kleinen, wegen dem Mädchen, das die Phoebe spielt. Die ist so wunderbar. Die macht es so toll. Und ihr bester Freund heißt halt einfach mit Spitznamen Podcast. Ich glaube, der hat gar keinen anderen Namen in dem Film. Der heißt einfach nur Podcast, weil er halt einen Podcast macht. Und ich möchte jedem, der Ghostbusters, die Originalfilme mochte, diesen Film ans Herz legen. Denn der ist wirklich schön. Und das ist wirklich eine schöne Weitererzählung der Geschichte. Ich muss den noch gucken, Chris, du auch. Vielleicht reden wir dann nächste Woche dann nochmal kurz drüber oder so. Ja. Dann schauen wir nochmal. Ja, du gibst ja 9 Punkte hier, das ist ja Wahnsinn. So viel wie ich. Ja, ich gebe 9 Punkte, weil er wirklich toll ist. Ich glaube auch, dass er toll ist, ja. Deswegen, ich habe mir noch aufgespart. Vorfreude ist die schönste Freude da. Chris, bei dir geht's ab, habe ich gesehen hier. Liam Neeson, ruckzuck ist die Fresse dick, Teil 9. Liam Neeson ist back. Diesmal in Honest Thief. Wenn man das Filmposter anschaut, könnte man auch denken, es ist Taken 4 oder was weiß ich was. Just a random Liam Neeson Film. just another random Liam Neeson Film Movie. Liam Neeson, also in diesem Film, spielt einen ehemaligen Bankräuber, der nie erwischt wurde, und
dann eine Dame kennenlernt. So fängt eigentlich der Film an. Er lernt sie kennen. Die Dame ist Annie. Also Tom Carter ist Liam Neeson. Und Annie, die lernt er kennen. Das ist Kate Walsh. Kate Walsh kennen wir aus ganz vielen anderen Filmen und Serien. Grey's Anatomy, Umbrella Academy, und ach, was weiß ich, unzählig. Wenn man sie sieht, erkennt man sie sowieso sofort. 13 Reasons Why. Zum Beispiel, ja, auch, genau. Und also die verlieben sich und er beschließt dann, okay, ich möchte eigentlich... Ganz kurz, darf ich raten, sie wird entführt und er muss sie finden? Nein. Nein, okay, nein. Sorry. Das ist ja nicht die Tochter, Mann. Also. Nee, kann ja sein, seine Liebe wird entführt, diesmal was anderes, nein, nicht nein, die nein, Tochter. Nein. Diesmal ist es wirklich komplett anders. Oh, ich bin gespannt. Nein, also er beschließt dann, okay, ich möchte mit der eigentlich ein ehrliches Leben anfangen und er stellt sich quasi der Polizei, er ruft an und sagt, hey, ich bin der und der, hab die und die Verbrechen ausgeübt, ich bin zu dem Zeitpunkt in dem und dem Hotel, ihr könnt kommen und ich verrate euch dann, wo das ganze Zeug ist. Der FBI-Ermittler oder Cop, bei dem er rauskommt, nee, Cop müsste es sein, ist Robert Patrick kennen wir aus Terminator und was weiß ich, was alles Terminator 2. Der flüssige Terminator. Genau, kommt auch wieder bei Terminator Genesis, kommt er ja auch nochmal und. Und bei dem kommt er quasi raus und der sagt dann so, okay, ja, okay, wir haben schon wieder so einen, der hier sagt, er ist der Killer oder der Bankräuber und bla bla bla. Also schon ziemlich genervt von Geschichten, die halt schon ein paar Jahre her sind. Und er schickt dann zwei Agenten los oder zwei Polizisten los, da doch mal nachzufragen, die dann auch schon so völlig genervt sind, so gar keinen Bock drauf. Und irgendwie ist es so, keiner hat da Bock drauf hinzugehen, aber sie gehen dann doch irgendwie hin und ja, die beiden Cops gehen dann hin und er sagt dann, ja, da und da ist ein Teil der Beute versteckt, das kann ich euch auch schon mal sagen. Und er würde das gerne übergeben. Und der eine Polizist, was beschließt er dann? Der will es an sich nehmen, das Geld. Richtig! Der will die Kohle an sich nehmen. Also John Nivens, der Cop, gespielt von Jay Courtney, der möchte das haben. Sein Partner Raymond Hall, gespielt von Anthony Ramos, der kriegt natürlich Gewissensbisse als sein Partner. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Das Ganze eskaliert natürlich ein wenig. Robert Patrick wird erschossen dabei. Das kann ich schon mal spoilern. Deswegen übernimmt sein Partner Agent Myers, gespielt von Jeffrey Donovan. Der übernimmt das Ganze dann. Und es beginnt ein wenig ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer mit wem und warum. Man muss dazu noch wissen, Liam Neeson war in seinem früheren Leben Bombenbauer bei der Navy oder sowas. Und dementsprechend weiß der auch, wie er mit Sprengstoff hantiert, um dem Ganzen noch eine Note zu geben. Es geht also darum, korrupte Cops, Bankräuber, der sich stellt und die große Liebe auch im Alter. Erik lacht schon. Ich sag's mal so. Klingt halt nach Standard-Action-Ware. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass mal jemand. Es ist tatsächlich Standard-Action-Ware. Es ist total angenehm hinplätschernd. Ein angenehm hinplätschernder Film mit relativ wenig Spannungsbogen, weil du eh schon eigentlich alles vorhersehen kannst. Und ja, es ist halt so ein Standard-Liam Neeson-Film auch. Also. Es ist jetzt nicht irgendwie hier, wenn ich es jetzt mit Fußball vergleichen würde, es ist jetzt nicht unbedingt Champions League Niveau, es wäre dann schon so eher dritte, vierte Liga. Es ist okay, kann man sich mal anschauen, aber ja, ist okay, es war okay. Also ich habe mich unterhalten gefühlt, darauf kommt es an und er ging auch relativ schnell rum. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lang jetzt der Film nochmal ging. Er geht 1 Stunde 39, also 99 Minuten und war ganz cool. Ich gebe ihm 6,5 von 10 Punkten. Ja, ich glaube, der lief da auf Sky, ne? Habe ich irgendwie mal beim Durchzappen gesehen, kann das sein? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch Prime mitgeschaut. Ach so, wir haben eine kleine Watch-Party gemacht auf Prime, deswegen habe ich mitschauen.
Okay, ja. Ich glaube, den, ja, irgendwo hatte ich den schon mal gesehen. Da habe also ich auch kann schon man mal, sich mal anschauen. Geneigt zu klicken. Werde ich bestimmt mal tun. Weil ich genau. glaube, das klingt nach guten Action-Dingen hier. Hm. Werde ich mal gucken. Ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen schwerere Kost mit dem Film Nahschuss. Und hier geht es um, also die wahre Geschichte ist Werner Teske. Das ist der letzte Mann, der in der DDR zum Tode verurteilt wurde und dessen Todesurteil vollstreckt wurde, 1981. Und der heißt aber hier im Film, heißt er nicht Werner Teske, sondern Franz Walter, haben sie es umbenannt, gespielt von Lars Eidinger, auch noch mit dabei, zum Beispiel David Striesow und Peter Lohmeier zum Beispiel, den man aus dem Film kennt, Das Wunder von Bern, Kai Wiesinger ist mit dabei, Christian Redl ist mit dabei, der mich zeitweise so ein bisschen vom Aussehen her an Dodo Kai erinnert hatte. Ich habe da mal nachgeguckt, ob der das ist, aber der war es nicht. Er hat auch nicht Schwäbisch gesprochen, deswegen habe ich gedacht, nee, der ist es auf keinen Fall, aber ich wollte wissen, wer so ähnlich aussieht wie er. Gedreht wurde der Film von Franziska Stünkel, die eigentlich auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht hat mit so Kurzfilmen und so Musikvideos und so. Und dieser Film, also ich kannte die wahre Geschichte dahinter von dem letzten Todesurteil, weil da bin ich irgendwann mal in so ein Wikipedia-Rabbit-Hole reingefallen mit Todesstrafe und so weiter und habe halt gesehen, so, ja, okay, es ist noch gar nicht lange her, da wurden in Deutschland sogar noch Todesurteile vollstreckt und habe mich da eben mit dem letzten Fall auch beschäftigt gehabt, habe mir das mal durchgelesen und wenn man nur die Begründung liest und könnte man sich schon so sein Bild machen, aber hier in diesem Film geht es darum, wie er als junger Mann, der ja anfangen möchte, eine Professur zu übernehmen an so einer Universität, nahegelegt bekommt, okay, du kannst jetzt hier die Professur noch nicht übernehmen, du bist auf jeden Fall der Kandidat dafür, also er hat studiert und alles, und du bist auf jeden Fall der Kandidat, aber ich mache das jetzt hier noch eine Weile und in der Zwischenzeit kannst du ja mal beim HVA, also beim Ministerium für Aufklärung hier, kurz gesagt Stasi, anfangen zu arbeiten und Geld verdienen und dann kommst du irgendwann, wenn ich hier die Stelle freimache, dann bist du halt der Nachfolger. Und so rutscht er halt irgendwie da rein in das Thema Stasi, wird Stasi-Mitarbeiter und zerbricht dann nach und nach an diesen üblen Sachen, die die Stasi machen musste, mit Ausspionieren, mit Foltern, mit Leuten unter Druck setzen. Sie arbeiten auch auf bundesdeutschem Gebiet damals. Er hat speziell die Aufgabe bekommen, es gab ja sehr viele abtrünnige Fußballer, die in der DDR irgendwie Fußball gespielt haben und dann irgendwie in den Westen ausgereist sind oder dann halt nicht zurückgekommen sind von irgendwelchen Auslandsreisen, die dann halt einen guten Vertrag im Westen bekommen haben. Und er soll halt diese Personen irgendwie unter Druck setzen oder denen, da werden dann so ganz perfide Sachen gemacht, wenn dann irgendwie die Frau noch zurückgeblieben ist in der DDR, dass die dann unter Druck gesetzt wird, dass die Einfluss nehmen soll und ganz, ganz schlimme Sachen, die dann passiert sind. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass hier vielleicht versucht wird, die Stasi-Mitarbeiter so ein bisschen zu entschuldigen für das, was sie da an Verbrechen gemacht haben. Und bin deswegen auch immer noch ein bisschen hin und her gerissen von der Art und Weise, weil ich glaube, diese üblen Sachen, die gemacht haben, ja, vielleicht sind manche von denen, wie er jetzt hier im Film gezeigt wird, da dran zerbrochen und wollten dann selber auch fliehen und irgendwie, um sich da in Westen einzukaufen, da Geheimnisse verraten und sowas und sind dann halt enttarnt worden. Aber trotzdem ist das alles nicht zu entschuldigen, dass jemand überhaupt diesen Schritt macht, quasi dieser Organisation beizutreten oder sowas, ja. Aber es ist trotzdem sehr eindringlich und sehr, sehr stark, sehr emotional dargestellt und es hat mich schon sehr bewegt. Ich weiß nicht, wie es jemandem gehen würde, der nicht mit solchen Geschichten aufgewachsen ist, mit solchen Repressalien. Das ist wahrscheinlich nicht so emotionale Bindung zu diesem Film, aber von mir bekommt der Film auf jeden Fall 8 Punkte. Und ich habe sogar schon bei der IMDb-Seite eine kleine Korrektur reingeschrieben. Da kann man ja bei Goofs, bei Fehler kann man was melden, weil da gibt's. Das werden die bestimmt ändern. Ich habe das so. Nee, es steht drin. Ich habe es gerade vor mir. Es steht noch drin. Steht zwar nicht, von wem es gemeldet wurde hier oder so,
Aber es steht drin, also der einzige Factual Error, der gemeldet ist, der kommt von mir. Und ist quasi am Anfang des Films, kriegt er halt von der Stasi eine neue Wohnung gestellt. Die ist schon komplett möbliert und alles. Und es war immer so ein Thema, alles zu bekommen zu DDR Zeiten. Und die Stasi-Leute, die haben es ja vorne und hinten reinbekommen. Und da ist auch Plattenspieler da und er legt da gleich mal eine Platte auf und die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das musste ich gleich mal melden hier. Oha. Ey, ganz ehrlich, Leute, sowas könnt ihr mit Erik nicht machen. Das geht nicht. Aber später kamen auch noch Songs. Aber ich hab dann schon das hier abgesetzt gehabt. Ja. Nee, von mir wirklich 8 Punkte für den Film Nachschuss. Gibt es momentan zu leihen auf, ich glaube Sky gab es, auf Amazon Prime und überall bei den üblichen Leihplattformen. Und demnächst gibt es ihn dann bestimmt auch mal im Stream zu schauen. Sehr gut gespielt alles und ja, kann man durchaus empfehlen. Okay, Crime Game hat die Kate auch geschaut, sehe ich hier. Hat mich ein bisschen überrascht. Weil ja. Ich hab hier irgendwie... Ich habe den schon vor ein paar Tagen mal gesehen, aber ehrlich gesagt, ich hatte ihn vergessen, dass ich ihn gesehen habe und dann habe ich gesehen, dass du ihn eingetragen hast und dachte ich so, warte mal, den habe ich doch auch gesehen, also habe ich mich mal dazu eingetragen. Okay, ich habe es eigentlich in Klammern bei mir eingetragen, weil ich nicht wusste, ob wir da heute dazu kommen oder ob ich überhaupt drüber reden möchte, aber ja, ganz so schlecht ist er nicht. Heißt im Original Way Down, auf Deutsch Crime Game, natürlich. Klar, macht total Sinn. Ja, ist eine spanisch-französische Co-Produktion, aber mit Darstellern quasi aus ganz Europa irgendwie. Mit illustren Darstellern, würde ich mal sagen. Also eine Top-Riege. Freddie Highmore ist dabei. Liam Cunningham, den hat man zum Beispiel bei Game of Thrones gesehen. Sam Riley ist dabei, dann Axel Stein hier, Deutscher, Famke Janssen ist dabei, die Schauspielerin und ein paar andere kennt man auch aus diversen Nebenrollen und wir sehen hier eine Art spanisches Ocean's 11, würde ich es mal nennen oder so. Es geht darum, dass es einen Tresor gibt in Spanien und der, jetzt muss ich kurz gucken, wie der Rollenname war, der Walter, gespielt von dem Typen aus Game of Thrones, Liam Cunningham. Der ist so ein Archäologiebesessener, der hat auch so Expeditionen finanziert, wo sie dann vor der Küste von Spanien irgendwelche alten Galeonen gehoben haben, wo so Schätze drin waren und irgendwelche Hinweise auf weitere Sachen. Und da gibt es halt dann so einen Hinweis auf ein weiteres Puzzleteil, was sie brauchen. Und das befindet sich in einem stark gesicherten Safe der am besten gesichertsten Bank in Madrid. Und sie kommen auf die Idee, das kenne ich irgendwo her. Ja, sie kommen auf die Idee, dass sie die Ablenkung der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 dazu nutzen wollen, um eben den Safe aufzumachen. Ja. Und also während quasi alle so beim Public Viewing sind, da sieht man dann so Riesenplätze, wo die Leute alle auf so Leinwände gucken. Da ist natürlich sehr viel Lärm in der Stadt und auch die Spanier sind ja auch total fußballverrückt und da gucken selbst die Wachleute dann dieses Fußballspiel, wenn da gerade Spanien spielt und so. Sie suchen sich dann halt auch gerade so das Spanienspiel aus und wollen dann das dann knacken, haben sie einen riesen Plan gemacht und was aber hier dann so ein bisschen abweicht von diesen ganzen anderen Heist-Movies, die wir so kennen, es ist dann wirklich, sie machen sich zwar einen übelsten Plan und haben auch so die besten Leute am Start, letzten Endes haben sie doch irgendwas nicht bedacht und müssen immer irgendwie improvisieren und es klappt dann halt irgendwie, ne? Und das hat mich ein bisschen genervt, weil wo dann so Sachen dabei waren, wo ich gedacht habe, das hätte man wissen können. Also wenn man sich schon so genau vorher informiert, hätte man das ja auch, also das waren jetzt wirklich keine versteckten Sachen, die man da hätte rausfinden können oder so. Oder so Ideen, ich will jetzt mal nicht spoilern. Der Haupttresor, der ist natürlich auf eine sehr irrwitzige Art und Weise gesichert. Und so Ideen, falls es doch schief geht, was man dann machen könnte, da hätte man sich vorher schon mal 2, 3 Gedanken machen können. Sofern sie ja bei anderen Sachen schon irgendwie 2, 3 Schritte vorausgedacht haben. Aber ansonsten, ja, es war wahrscheinlich wie dein Actionfilm hier mit Liam Neeson. Es war so Standard-Heist-Movie-Ware, kein großer Ausreißer nach oben, war ganz okay, ganz gut gespielt. So ein paar Szenen drin, wo man dachte, das Ende hat mir echt gut gefallen, das haben sie ganz gut hingekriegt und allein deswegen sticht das so ein bisschen bei mir aus dem Mittelmaß raus. Wie fandst du es, Kate?
Genau so. Also, wie gesagt, ich habe den gesehen, fand den ganz amüsant, aber habe ihn einfach vergessen. Ich habe vergessen, dass ich diesen Film gesehen habe. Und das ist halt das ist das Problem an diesen 0815-Filmen. Die unterhalten dich für einen kurzen Moment und dann verschwinden sie aber aus deinem Kopf. Zudem hat er für mich an sehr viele andere Filme oder Serien erinnert. Ich musste zum Beispiel direkt, wie auch jetzt der Chris, an Haus des Geldes denken, an die Serie. Oder an, wie du schon gesagt hast, Ocean's 11 oder einen dieser Oceans-Filme. Und das ist alle, es hat viel weg aus allen anderen Filmen und Serien genommen. Also ich möchte nicht geklaut sagen, sondern man hat einfach Ideen genommen und mit einem Tick anders umgesetzt. Aber ja, ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so weggerissen. Also es war ganz nett, aber es war halt, es hat mich auch an diesen Zombie-Film erinnert, wo auch der Deutsche mitgespielt hat, der Army Army of Thieves oder wie das hieß, wo sie da in Vegas den Tresor ausgeräumt haben, während oben irgendwie die Zombies waren. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, wie sie so ein Team zusammengestellt haben und dann, ich weiß nicht, der war ganz nett, aber wie gesagt, man vergisst ihn halt einfach relativ schnell. Ja. Ja, ich glaube, viel mehr braucht man noch nicht sagen. Ich habe ihn auf Sky aufgenommen gehabt. Ich weiß nicht, ob es den noch irgendwo anders gibt, auf irgendwelchen Plattformen. So ein Standard-Heist-Movie, ganz okay. Kann man gucken. Ja, kann man 6,5, gucken, ja. tut nicht weh, aber ist halt schnell vergessen. Axel Stein. Wahrscheinlich, ich hatte ein paar Mal gedacht, so wahrscheinlich haben sie es auch während der Pandemie gedreht. Also die ganzen Massenszenen, die waren Ja. natürlich eingekauftes Footage von der WM 2010, vom Public Viewing. Aber Ah, die mir ganzen. fällt gerade ein, den habe ich doch auch gesehen, den Film. Achso. Ich habe den schon völlig verdrängt, Entschuldigung. Sag ich doch. Weißt, jetzt, wo du sagst, auch noch Axel Stein, ich so, okay, jetzt klack. Ja, der war, er bleibt nicht im Gedächtnis, das möchte ich noch hinzufügen. Sag ich ja. Quod erat demonstrandum. Upsi. Würde der Mathelehrer doch sagen, oder? War das anderes? QED, quod Ja, erat QED. demonstrandum. Quod erat Ja, demonstrandum, ja. jawohl. Also, dann sind wir durch mit den gesehenen Filmen und schauen doch mal, was im Kino in den Charts ist und was so neu anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Auf Platz 5 in den Innenstadtkinos Stuttgart durch die Previews, die es gab, ist Licorice Pizza, den ich ja vorhin schon vorgestellt habe, der sehr empfehlenswert ist. Und der läuft dann auch, ja, hier Dienstag zum Beispiel in 3 Vorstellungen. Ja, ich denke mal, wird ganz gut. Ich hoffe mal, viele gehen rein. Auf Platz 4 ist Nightmare Alley. Immer noch. Nennt sich auch. Auch mit Genau wie der Bradley. nächste, ne? Auch mit Bradley Cooper, guck mal. Wie Licorice Bradley Pizza spielt er Cooper. auch mit. House of Gucci, immer noch auf 3. Krass, wie lange der sich hält. Das hält sich auch noch. Auf Platz 2 ist Spider-Man No Way Home. Wir haben eine neue Nummer 1 damit. Juhu! Ja, und ich hatte es ja letzte Woche in die Gruppe gepostet hier, in WhatsApp-Gruppe. Wir hatten ja so ein kleines Filmrätsel irgendwie Anfang Dezember gehabt, wo es darum ging, die erfolgreichsten Filme des Jahres bis dahin. Und da hat man ja schon so gesagt, ja, Spider-Man kommt ja noch. Und tatsächlich, Spider-Man hat alles überholt, selbst diesen chinesischen Film, wo gefühlt jeder Chinese dreimal reingegangen ist. Total krass, also Wahnsinn, über eine Milliarde weltweit eingespielt in 2021. Und es läuft ja immer noch, man sieht ja, es läuft ja noch. Krass. Platz 1, Sing, die Show deines Lebens, also Sing 2. Ist, wie gesagt, echt gut angekommen hier im Hause. Ne, die da, ich habe nochmal drüber geredet mit denen. Soll ein schöner Film sein. Und mal gucken, Ja. was neu anläuft hier. Es läuft an sind wir da? 3.2. Ja. Wunderschön, Wunderschön. wunderschön. Mit Der Januar ist vorbei, Erik. ja. Caroline Herford dreht einen Film mit Nora Tschirner und Emilia Schüle. Den hatte ich, glaube ich, mal für die Sneak auch getippt irgendwann. Und klang ganz interessant, aber kann ja nun, ja, vielleicht kommt er ja noch, aber würde nicht passen mit den Nachos. Ja, wer weiß das schon. Eine türkische Komödie läuft auch an mit Aykut Enist 2. Eniste. Aykut Eniste 2. Mal sehen, ob der bei uns anläuft. Aykut Eniste. Ach, warte Vielleicht, mal. ich hoffe, ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt, auszusehen. Wenn, dann tut es mir leid. Was hast du über meine Mutter gesagt? Ja, genau, deswegen sage ich das gerade. Es war nicht beabsichtigt, es war einfach, weil ich völlig lost bin. Vielleicht sollte ich das dann auch einfach lassen. Ah.
Mir ist gerade eingefallen, ich habe Quatsch erzählt. Das können ja nicht die Previews gewesen sein von Licorice Pizza. Der lief ja am Donnerstag schon an. Stimmt ja. Möchte ich mich gleich mal korrigieren hier. In 80 Tagen um die Welt als Animationsfilm nach dem Jules Verne-Abenteuerklassiker, in dem ein Äffchen und ein Frosch die Hauptrollen spielen. Das sieht vom Poster her so ein bisschen aus wie Manu Flieg Flink. Kannst du dich erinnern? Vielleicht. Ja, das hängt bei mir immer noch in meinem Büro mit und Originalautogramm. Super. Ja damals auch im Während Büro du so. Den nächsten Film vorstellst, recherchiere ich mal, ob da unsere Freunde hier aus Stuttgart auch was dran gemacht haben. The Sadness, ein ultra brutaler Zombie-Thriller, in dem Taiwan nach einer Pandemie zum sadistischen Schlachtfeld wird. Da hatten wir mal den Trailer vorgestellt gehabt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, hatte ich euch geschickt gehabt. Und da hat es jetzt geheißen, der Film wird in der Heimkino-Auswertung keine Jugendfreigabe bekommen oder wird nur geschnitten erscheinen. Und im Kino läuft er aber uncut. Das heißt, jetzt mal ein Hinweis an alle, die den auf jeden Fall irgendwie sehen wollen und den uncut gucken wollen, da müsst ihr ins Kino gehen. Und wahrscheinlich, ich denke mal so von der Art und Weise des Films her, denke ich mal nicht, dass der länger als eine Woche laufen wird. Ich glaube, das ist eher so Special Interest. Deswegen geht da wirklich schnell rein. 3.2. Wer so einen brutalen asiatischen Actionkracher sehen will und wenn ihr den Trailer gesehen habt, also da fliegen Körperteile, Gedärme und alles, das ist riesen Bloodshed. Sieht sehr spaßig aus, würde ich mal sagen. Wir feiern es schon, wenn wir es hören. Das ist ein bisschen seltsam. Vielleicht sollten wir uns mal über uns Gedanken machen. Ich habe mittlerweile noch nichts rausgefunden hier, ob da unsere Freunde von den Lux-Studios was dran gemacht haben. Aber vielleicht finden wir das noch raus. Mittlerweile habe ich den Tab verloren, wo unsere Kinostarts. Dann mache ich so lange weiter. Ballade von der weißen Kuh. Iranisches Familiendrama um eine Mutter, die ein Jahr nach der Hinrichtung ihres Mannes erfährt, dass er unschuldig war und Gerechtigkeit verlangt. Träume sind wie wilde Tiger. Ein deutscher Kinderfilm um den jungen Inder Ranji, der in Bollywood Karriere machen will, jedoch mit seiner Familie nach Deutschland auswandern muss. Ah, okay. Ja, hervorragend. Ich würde sagen, die tanzen. Felix, ein Hase auf Weltreise. Leinwandadaption der erfolgreichen Kinderbücher und Zeichentrickserie um einen Plüschhasen. Das ist doch bestimmt Wiederaufführung, oder? Das ist doch der... Oder nee, Kinostart? Na, Moment mal. Weil den gab es doch schon, ein Hase auf Weltreise, oder? Naja, Der Wolf, Theater des Todes. Deutscher Slasher-Film, in der sich ein Killer als böser Wolf Jagd auf 7 eingesperrte Geißlein macht. Oh. Was? Dann haben wir einen Musikfilm, der, wo man erstmal sagt, ein Musikfilm, okay, aber wenn ich das dann lese, wer und wie und überhaupt, da habe ich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und zwar John Williams in Vienna. Live-Mitschnitt des umjubelten Konzerts des Filmkomponisten John Williams mit den Wiener Philharmonikern. Was hat John Williams an Filmmusik gemacht? Alles. Nicht nur. Nicht nur. Genau. Aber sehr gut, Kate. Sehr gut. Danke. Und noch ein türkischer Film. Vorsicht hier, nicht, dass ich auch jemanden zu nahe trete. Yildizla Dakaya, eine Komödie um einen Popstar, den es in die Provinz verschlägt und der dort für Turbulenzen sorgt. Okay. Mal schauen hier, steht da irgendwas? Nee. Nö, okay. Dann war's das mit den Kinostarts der Woche, wenn ich das so richtig sehe. Und wir geben uns doch mal in den Serienbereich. Serien. Dann schieß mal los, Kate. ich habe eine neue Serie gesuchtet. Und ich habe sie tatsächlich gesuchtet, das muss man so sagen. Denn ich habe sie in einem Tag fertig geschaut. Und ich sage diesen Filmtitel jetzt, oder diesen Serientitel jetzt einmal, weil er ist furchtbar lang. Es ist die Serie mit Kristen Bell, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Der Titel ist furchtbar lang und er ist mit Absicht so lang, denn die ganze Serie ist speziell. Ich nenne sie speziell. Also, worum geht's? Kristen Bell ist die Frau im Fenster, also the girl in the window. Sie ist eine Künstlerin,
Beziehungsweise war Künstlerin. Sie hat aufgehört zu malen, nachdem eine schreckliche Tragödie ihre Familie heimgesucht hat, denn ihre Tochter starb auf brutalste Weise. Ihr Mann und sie haben sich entfremdet und sie sind geschieden und sie wohnt jetzt in ihrer Vorstadtvilla, möchte ich es mal nennen, in guter Wohngegend alleine und trinkt Wein. Sie trinkt extrem viel Wein. Sie säuft Wein. Flaschenweise. Also man sieht sie nie was anderes trinken als Wein. Sie hat inzwischen natürlich auch so den Ruf weg, ein Alkoholproblem zu haben. Zudem leidet sie unter starken Ängsten. Zum Beispiel hat sie unfassbare Angst vor Regen. Das heißt, wenn sie draußen ist und es fängt an zu regnen, dann verfällt sie in eine Art Stockstarre und wird ohnmächtig und bleibt dann halt irgendwo mitten auf der Straße liegen, wo sie halt ohnmächtig wird. Deswegen versucht sie, das Haus nicht so oft zu verlassen, weil es könnte ja Regen kommen. Und eines Abends sitzt sie in ihrem Sessel am Fenster und beobachtet den neu eingezogenen oder die neu eingezogene Familie von gegenüber und sieht plötzlich, wie die Frau von gegenüber stirbt. Also sie ist der festen Überzeugung, einen Mord gesehen zu haben und meldet das auch bei der Polizei. Und als die Polizei dann eintrifft, ist aber nichts zu finden im Haus, dass irgendjemand irgendwie verletzt wurde. Und man spricht dann mit ihr und die Polizei, der wird dann relativ schnell klar, dass sie ein bisschen viel getrunken hat und sie lallt auch ganz schön vor sich hin, die Gute. Und man glaubt ihr einfach nicht. Aber sie ist der festen Überzeugung, dass es wahr ist. Und wirkt aber auch dezent verrückt, sagen wir es mal so. Denn nicht nur zu dem Alkohol kommt noch hinzu, dass sie auch noch Tabletten nimmt. Und möglicherweise könnte das zu Halluzinationen führen. Denn sie redet manchmal mit ihrer toten Tochter. Oder sieht Dinge, die nicht da sind. Und sie hat halt, wie gesagt, diesen Ruf weg in der Nachbarschaft, einen Hau weg zu haben. Was sie aber, wie gesagt, niemand übel nimmt, weil sie eben dieses schlimme Trauma erlitten hat. Sie macht sich dann also auf und versucht rauszufinden, was da passiert ist und ob sie recht hat oder ob sie es nur eingebildet hat und macht quasi auf Selbstrecherche. Was sich jetzt anhört wie eine super coole Thriller-Serie, ist auch eine super coole Thriller-Serie. Allerdings. Die bumsen da. Ja, allerdings muss man dazu sagen, es ist eine Satire-Serie, die sich extrem ernst nimmt, die an den richtigen Stellen extrem gut platzierte Plattitüden hat, ich kriege hier einen Anruf nach dem anderen, die Anspielungen auf True Crime hat, auf wahre Verbrechen, auf überzogene Verbrechensgeschichten und das alles in einem Maß, wo du denkst, eigentlich echt geil gemacht. Denn wie gesagt, die Serie nimmt sich extrem ernst und du denkst, du weißt die ganze Zeit nicht, ist das jetzt echt, was sie da gesehen hat? Oder hat sie sich das eingebildet? Ist die Geschichte über den Mord an ihrer Tochter wahr? Oder ist das wieder nur eine ihre Hirnfantasien? Und dann, wie gesagt, diese typischen Übertreibungen, und die man so in so True-Crime-Dokumentationen hat, die sind so gut gemacht, dass ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich hab mir ein paar Notizen gemacht, weil ich es nicht wusste, wie ich es beschreiben soll. Und darunter habe ich geschrieben, spannend, überraschend, mit viel Satire, gute Plattitüden, Anspielungen ohne Ende. Super Ende. Also, ich kann diese Serie nur empfehlen. Es ist eine super Besetzung, eine richtig gute Hauptdarstellerin, ein Ende, das ich nicht hervorgesehen habe. Ich habe, der Erik hat es mal der Lesch gesagt, dass es manchmal so Momente gibt, wo du denkst, ah ja, okay, der ist der Mörder, der hat das gemacht und so, so ein bisschen vorhersehbar. Das hast du in der Serie nicht. Du schwankst die ganze Zeit zwischen, das ist tatsächlich passiert und der war's
Oder, nein, das hat sie sich nur eingebildet, weil sie wieder zu viel Tabletten und Alkohol gemischt hat. Und dann kommt am Ende was ganz anderes bei raus, womit du einfach nicht gerechnet hast. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Angenehme 8 Episoden mit knapp 25 Minuten Laufzeit. Also kannst du in einem Rutsch weggucken, wenn du die Zeit hast. Was ich auch getan habe. Und großes Lob an diese Serie. Ich könnte mir vorstellen, dass eine zweite Staffel kommt, allerdings eher so als Anthologieserie mit einer anderen Geschichte, einem anderen Mordfall, einer anderen Hauptdarstellerin. Oder vielleicht geht es auch dort weiter, weil das Ende ist relativ offen. Also es gibt wie so ein Prolog, und der ist relativ offen. Und das könnte also gut sein, dass es weitergeht. Wenn nicht, ist auch okay. Das ist eine sehr, sehr schöne Art Miniserie. Und man muss sich drauf einlassen, auf diese Verrücktheit und es einfach zulassen, geil zu finden. Und dann macht es richtig Spaß. Das ist das erste Mal, dass ich gehört habe, dass jemand diese Serie gut fand. Echt? Ja. Warum? Also ich habe es selber noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber so selbst die beinharten Kristen Bell-Fans, denen ich so folge oder so, die haben da nicht viel Gutes dran gelassen an der Serie. Aber gut, ich muss mir wahrscheinlich selber mal mein Urteil bilden, aber da warte ich so lange, bis das mal als Hausaufgabe bei Fortsetzung Volk drin steht. Ja, okay, Oder setzt aber es doch mal auf interessant. die Liste bei Fortsetzung folgt. Nee, da muss ich ja gucken. Wenn sie mir jemand anders aufbürdet, ich laufe nicht Ich sehenden würde Auges in es ein dir Messer. auf. Aufbürdet! Oh mein Gott, der arme Erik. Ja, nee, wenn Der ich da Erik, nur der sonst nie schlechtes. was guckt, dann muss er mal. Wenn ich da nichts Gutes davon gehört habe, dann wäre ich das nicht noch Du hast proaktiv, doch jetzt weil. was Gutes Ja, gehört. was ist denn so? Heißt ja bei uns, packt einer eine Serie auf die Liste. Und dann bist du auch derjenige, der die angeschleppt hat. Und wenn die anderen die auch nicht gut finden oder so, da heißt es ja, du hast sie angeschleppt hier. Dann Also, haben sie sie nicht verstanden. ja, aber wenn ich sie auch nicht gut finde oder schon Bedenken habe, dann wäre Ja, weil du Ja, aber beeinflusst guck bist doch von den mal in die anderen. erste Folge rein und dann kannst du immer noch Ja, entscheiden, ob du sie als Hausaufgabe gibst ich oder werde auf jeden nicht. Fall mal reingucken. Wahrscheinlich wird es sowieso auf der Liste irgendwann landen oder so. Nicht jetzt für die nächste Folge, da hat man andere Themen, aber wahrscheinlich dann übernächste Folge wird es auf jeden Fall drauf landen, schätze ich mal, weil das doch Dir einen muss ziemlichen einfach Bass hat klar sein, von. dass es eine Satire-Crime-Serie ist. Ja, Satire ist auch immer ein schmaler Grat zwischen Ja, das und die machen gut. das gut. Ja, du bist der Erste, die das so, so sagt, aber gut, ich guck da mal rein. Du bist doch auch okay. Ja, Deswegen. klar. Guck mal, jetzt hast du von ganz vielen Leuten gelesen, jetzt hast du von jemandem das gehört, dessen Meinung dir durchaus was wert Jetzt muss ist, ich also selber mal kannst du es ja reingucken, machen. ja, genau. Ja, genau. Genau. Okay, vielleicht gibt es ja Zuhörerinnen oder Zuhörer, die das ähnlich sehen wie die Kate, dann ballert mich mal zu in den Kommentaren und sagt, Erik, die ist gut, die musst du gucken. Dann schreibt euch die Finger wund und in die Kommentare auf Einfach mal den kinocast.net. Erik in die Serie reingeredet. So, genau. Jetzt steht hier immer noch The Book of Boba Fett, das einzige bei ihm Chris. Willst du darüber reden jetzt, oder? Ja! Ja, warte mal, dann müssen wir hier mal einen Spoiler machen, oder? Achtung, Spoilerwarnung. Neue Folge Book of Boba Fett, oder wie man sagen könnte. Oder wie ich es nennen möchte, Ja? eine neue Folge von The Mandalorian. Genau. Und das ist der Punkt. In der neuen Folge Book of Boba Fett ist Boba Fett nicht einmal zu sehen. Es ist mit einer der besten Episoden überhaupt. Sie macht unfassbar Bock auf alles, was da noch kommt. Da sieht man wieder, wie schlecht eigentlich die Serie Book of Boba Fett ist, ne? Ja, ehrlich gesagt Schlecht. schon. Also ich finde, es ist schon ein bisschen ein Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, die Ja. Serie macht durchaus einiges richtig und baut sehr viele Brücken. Und ich glaube, ja, wir sind halt alle zu sehr gehypt von Mandalorian, weil das einfach unfassbar gut war und haben halt sehr, sehr hohe Erwartungen deswegen auch daran gelegt. Da hängt es halt ein bisschen hinterher. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Book of Boba Fett einfach schlecht ist. Ja, es gibt sehr schlechte Momente, aber es gibt auch extrem gute Momente und das kann keiner bestreiten. Also wer das jetzt sagt, ja, es ist alles Rotz, der hat es wirklich nicht ganz gesehen. Also deswegen, es ist okay. Und die Folge jetzt war eine Hommage an den Mandalorianer, die richtig Bock macht auf das, was da noch kommt. Auf Staffel 3 und ja, wir werden sehen. Also mir gefällt's, ich guck's weiterhin gerne.
Ja, klar, nee, also gucken tun wir es auf jeden Fall. Aber man sieht auch wieder viele, ich glaube, man kann das so ein bisschen an den Regisseuren der jeweiligen Folge festmachen, weil die aktuelle Folge hat ja Bryce Dallas Howard gedreht und sie hat halt, sie ist jetzt keine Regisseurin, ne? Sie ist eher Schauspielerin und weiß vielleicht auch, guckt da ein bisschen aus einer anderen Richtung drauf und weiß nicht, vielleicht sind da gerade Robert Rodriguez, also die Folgen von ihm, die haben mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Die letzte Folge, die vorhergehende von Kevin, wie heißt der, Tankeran, der hat ja viele Folgen für Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. und so gedreht und sogar bei Prison Break und so. Das hatte auch eine ganz andere Stimmung gehabt und so. Mal schauen, wer dann die nächste, warte, ich guck mal, vielleicht steht es hier sogar schon, Chapter 6. Ja, nee, steht noch nicht da, wer es gedreht hat. Nee, leider noch nicht. Mal gucken, 2. Februar kommt es dann. Kommt nicht mehr viel, ne? Kommen ja 2 Folgen noch. Steht hier, oder? Stimmt das? Ja, 2. Ich glaube auch, noch 2. Chapter 6, ja. Chapter 6 und Chapter 7. Na, mal gucken. Also was könnte da noch passieren? Also ich denke mal, die heuern ja jetzt mehr oder weniger den Mandalorianer an für ihre... Also das ist ja das, die haben was... haben ihn schon angeheuert, aber die haben... Sag mal, hast du die Folge gesehen? Ja, ich meine ja, die heuern jetzt den... Die heuern jetzt den Mandalorianer an, um... die haben ihn... Der hat aber doch gesagt, der hat noch keine Zeit, der muss jetzt was anderes machen. Ja, also sie heuern ihn an. Ist ja quasi in Jetztzeit passiert. Also sie haben ihn angeheuert, meine Güte. Ja. Und wollen mit ihm was machen, genau? Tja. Was wollen sie mit ihm machen? Ja, Barbecue bestimmt nicht. Wofür brauchen sie ihn jetzt genau? Die wollen da aufräumen. Weil er braucht... Oder gibt es da noch... Nein, die wollen doch den... Nein, die wollen einen Schutztrupp haben für Bubba, um da das alles hinzubiegen. Und weil ich denke mal, in Chapter 6 sehen wir jetzt, denke ich mal, das wird nochmal so eine Mandalorianer-Folge, wie er Grogu besucht, oder? Das deutet sich doch jetzt erstmal an, oder? Ich glaube nicht, dass der Zeitstrang vom Mandalorianer da weitergeführt wird. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Meinst du, weil Crossover war einfach nur eine Folge, oder? Das war jetzt... Ja, das war die eine Folge, um einfach auch zu sagen, hey, bei Mandalorianer geht's weiter. Den haben wir nicht vergessen, der spielt hier auch noch eine Rolle. Aber jetzt nicht direkt in der nächsten Zukunft, sondern in dem, was noch kommen wird. Mhm. Und deswegen würde ich mal abwarten noch, was das angeht. Oder, Achtung, Verschwörungstheorie, wahrscheinlich war der Rest von Boba Fett wieder so scheiße, die 5. Folge. Da haben sie gesagt, scheiße, das können wir nicht zeigen, ey, da rasten die alle aus. Jetzt haben wir wieder Chrom-Mopeds und alles. Das hat jetzt eine tragende Rolle, diese Gang und sowas. Jetzt können wir jetzt nicht zeigen. Wir nehmen einfach, die ist schon fertig, die 1. Folge von der Mandalorianer-Staffel von der 9 und hauen die einfach mal rein als Folge. Nee, Quatsch. Naja, mal schauen. Aber das war schon cool mit dem Schwert und so, mit dem Dunkelschwert. Und oh, das war voll geil, ey. Da und auch diese Raumstation, auf der die waren, diese wie so ein Ring, war extrem cool. Was mich total begeistert hat, weil dieses kleine, aber feine Detail, dass der Mando lässt ja was für Grogu bauen aus dem Material und dann wird es in so ein kleines Säckchen verpackt. Ja. Und dieses Säckchen sieht halt aus wie ein Kopf mit den großen Ohren. Ja. Und das, also diese kleinen Details, ach, die sind so gut. Machen so Spaß. Was wird denn der da gebaut haben? So eine Art Ringrüstung, schätze ich mal, hier mit so einem Kettenhemd oder sowas. Ich glaube auch, so ein kleines Kettenhemd oder sowas. Ja, quasi. Ja, glaube ich auch. Ein Level 10, 3-Sterne legendär Kettenhemd. Okay. Gucken wir mal, wann wir das denn zu sehen bekommen. Ja, ich hoffe auch, dass Chapter 6 und Chapter 7 hier nochmal richtig gut werden und dass mich das mit der Serie dann ein bisschen versöhnt, weil da waren schon ziemliche... Man sieht es auch hier bei IMDb ganz gut in den Wertungen. Das deckt sich auch ungefähr mit meinen. Also die 1. Folge 7,5, das ist so, ja, ist noch nicht so der Riesenwurf. Ging mir auch so. Die 2. Folge schon 8,3 bei 12.000 Leuten, die abgestimmt haben. Ist schon mal gut. Ja, die 3. Folge, das war die Moped-Folge, 6,4. Runtergefallen. Ja, und dann geht es weiter 7,7 und die letzte Folge 9,4 Punkte von 10. Krass. Ja. Also, das gibt auch sehr gut meine Stimmung von der bisherigen Serie wieder. Na, schauen wir mal. Okay, dann gehen wir mal raus aus dem Spoiler. Oder hat noch jemand was? Nö. Okay.
Achtung, Spoilerwarnung. Okay, dann. Ich wollte dich noch was fragen, Erik. Nicht zu Dings hier, Boba Fett hier. Nein. Okay. Nein. Das habe ich extra gewartet. Okay, ach so. Hast du jetzt Yellow Jackets fertig geguckt? Nee, ich bin immer noch. Ich musste die anderen Serien gucken. Wir nehmen am Dienstag auf. Das war viel Material, wo ich noch nicht reingeguckt hatte vorher. Das ist so gut. Ja, sagen viele im Gegensatz zu der super anderen Ende Serie. Auch. Ja, nee, Yellow Jackets gucke ich auf jeden Fall. Ich habe mir alles aufgenommen hier auf meinem Rekorder und läuft ja auf Sky immer. Schaue ich auf jeden Fall fertig. Das interessiert mich sehr. Ich bin schon so leicht gespoilert worden hier, weil da viele im Internet posten und so. Deswegen habe ich auch selber ein Interesse dran, möglichst schnell da aufzuschließen, damit ich nicht der Spoilergefahr erliege da. Ja. Ich hoffe, dass es da bald schnell und bald weitergeht. Hm. Weil das Ende war schon sehr cool. Okay, wenn wir einmal im Serienbereich sind und du mich so nach Serien fragst, dann möchte ich noch empfehlen Archive 81 oder Archive 81. Das ist eine von den Serien, die mir für Fortsetzung folgt, schauen, von James Wan, der hier Final Destination und so gemacht hat. Finde ich extrem cool, basiert auf einem Crime-Podcast in den USA und geht es halt darum, dass jemand in so ein Haus gerufen wird, der ist so Restaurator von alten Videobändern und digitalisiert die dann für Kunden und er wird aber mal in so ein Anwesen von so einem reichen Typen gerufen, wo irgendwelche alten Bänder sind und er findet dann halt ziemlich gruselige Dinge raus. Also er sieht dann so auf den Bändern Sachen, die er aus seiner Kindheit wiedererkennt und so. Und ich habe nur eine Folge bis jetzt geschaut, aber die hat mich schon sehr in den Bann gezogen. Und ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Kleiner Tipp, gibt's auf Netflix. Bisschen, also es ist jetzt nicht so, also bis jetzt noch nicht irgendwie so extrem gruselig oder so, sondern sehr Mystery-mäßig. Finde ich gut. Okay, dann auf in die Rätselecke. Rätselecke. Oh. Bin ich ja heute dran. Haha, da spielen wir nämlich. Harry Potter. Auch mal, nein, das war die Kate. Da spielen wir auch mal richtig. Kate war ja. Richtig oder falsch hier. So, seid ihr bereit? Richtig oder falsch? Dann bin ich schon über zwei Sachen richtig und eine falsch. Achtung. Ist das so? Ist das so? Ja, ich habe die letzten 30 Folgen angehört und okay, jedes Mal war es dann machen wir heute mal ein kleines Star Wars Rätsel, weil wir jetzt gerade so in the mood sind hier zum Thema Boba Fett und Mandalorian und sonst was alles. Ja. Ich lese euch ein paar Fakten vor. Ihr sagt mir, ist das richtig oder ist das falsch? So. Ja? Verstanden? Das Prinzip? Ja, ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja. So, Chris fängt mal an. Beim ersten lege ich jetzt mal fest. Und zwar, fangen wir mal an. Stimmt folgendes Filmzitat, bitte auf den genauen Wortlaut achten. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, ist man auf Tatooine am weitesten davon weg. Das stimmt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Seid ihr beide falsch? Das stimmt, das sagt nämlich Luke Skywalker. In der ersten. Genau so. Genau. Jawohl. Okay, also sicher? Null Punkte bis sicher? Jetzt. Wann sagt ja, denn der das? Sicher. Ja, das ist, glaube ich, in der ersten von dem Alten, wo er gefragt wird hier, wie gefällt es dir hier? Und sagt, wenn das Universum ein helles Zentrum hat, ist man auf Tatooine am weitesten davon weg. Sagt der Tatooine oder sagt er auf diesem Planeten? Also, ich möchte hier mal ganz kurz intervenieren. Okay. Also, da ihr beide dasselbe genommen habt, ist es ja nur egal, ob ihr beide einen Punkt habt oder beide null. Also von daher ist es auch egal. Das würde ich gerne verifizieren. Dann recherchier das haben. Mal. Ja, recherchier das mal, Chris. Recherchier das mal, musst du ja nicht jetzt tun, aber wir machen mal weiter. Jetzt Kate als erstes dran. George Lucas animierte Yoda in Star Wars Episode 2. Vielleicht kurz zur Erläuterung, das ist dann das, wo Yoda plötzlich wilde Sachen machen kann, ja? Vielleicht kannst du dich erinnern. Ja? Weißt du, was ich meine? In Episode 2, den schlechteren Filmen. Ja. Nach den Vorbildern von Miss Piggy und Kermit. Ist das richtig oder ist das falsch? Falsch. Was, er animierte Yoda? Nee, ich glaube, ich bin von den Bewegungsabläufen, ne? Geht das? Von Miss Piggy und Yoda? Kermit der Frosch. Moment, lass mich. In Episode 2. Episode 2, wo dann Yoda plötzlich so wild kämpfen kann und rumspringen kann und sowas.
Das ist falsch. Ja, seid ihr beide wieder falsch? Also aus dem Directors Kommentar zu Episode 2. Bei der visuellen Entstehung des knuffigen Jedi-Meisters hatte ich immer einen Frosch im Sinn. Daran habe ich mich orientiert. Einmal ausgesprochen geht der Regisseur noch einen Schritt weiter und benennt Kermit den Frosch als ultimative Vorlage für den beweglichen Yoda. Genauer gesagt eine Mischung aus den beliebten Muppets-Charakteren und seiner angetrauten Miss Piggy, einem Schwein. Der arme Yoda ist also der heimliche Sohn von Kermit und Miss Piggy. So. Ich möchte übrigens ganz kurz nebenbei sagen, ja? Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Okay, aber ihr habt ja beide das gleiche falsch gehabt, ne? Aber dann steht halt. So, also, nächste Frage, Chris, jetzt. Ursprünglich sollte ein Affe in einem Kostüm Yoda spielen. Was? Richtig oder falsch? Ein Affe in einem Kostüm. Das ist falsch, weil ich bleib bei zweimal richtig, einmal falsch. Damit ist es falsch, weil die anderen dann beiden, obwohl du sag hast, ich, um es spannender zu machen und dann, damit jemand gewinnt, sage ich das Gegenteil, das ist wahr. Genau, das ist wahr. Und damit ihr den Beleg habt, poste ich euch das jetzt in die Gruppe. Das ist ja aber spannend, weil bei dein erstes Ding ja falsch war, war es jetzt auch wieder zweimal richtig. Ich habe drei richtige. Nein, das erste war ja falsch. Also, aber in meinem Sinne habe ich drei richtige genommen, ne? Also es sollte tatsächlich ein Affe in einem Kostüm Yoda spielen ursprünglich. Und davon hat man dann aber doch Abkehr genommen. Und ja, ich hab euch mal das Foto von dem Affen mit dem Kostüm in unserer WhatsApp-Gruppe. Deswegen sage ich ja, besser ist es. Ja, genau. Das ist nämlich auch jetzt aufgetaucht, dieses Bild. Okay, also hat Kate gewonnen. Mensch, ist ja super hier. Oh je. Haben wir doch noch einen Gewinner in dieser komischen Runde. Glückwunsch, Kate. Sehr gut, ich finde auch irgendwo. Ich habe schon wieder nicht gewonnen, das ist unfassbar. Ich überführe dich hier eine Falschaussage und gewinne trotzdem nicht. Unfassbar. Ja, danke. Ja, wenn ihr es unterschiedlich gehabt hättet, die erste, dann hättest du ja tatsächlich, wäre es Gleichstand gewesen noch, aber hattet ihr ja nicht. Hattet ihr nicht. Also ist Kate beim nächsten Mal dran. Werde ich mal das Kreuzchen hier reinkopieren. Aber ich würde auch abgeben, damit der Chris auch mal wieder dran ist. Nein, du machst das. Du hast es ehrenvoll gewonnen, du machst es. Okay. Hallo, was ist das denn? Mitleidspunkte hier oder was? Glaube ich, hängt. Ja, ein bisschen Mitleid kann nach den vielen verlorenen Runden ja doch mal angebracht sein, oder? Ach was, ich brauche euer Mitleid nicht. Euer Mitleid ist mein Stolz. Okay, dann sind wir schon bei den Musiktipps, denn so Kommentare habe ich, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen zur letzten Folge. Vielleicht gibt es diesmal ein paar mehr zu Licorice Pizza und zu The Woman in the House Across the Street from the Window. Aber kommen wir mal zu den Musiktipps. Music. Leg los, Kate. Ich war diesmal so clever und habe geguckt, ob es schon auf der Liste ist. Yay. Und ich frage mich, warum es noch nicht auf der Liste ist. Schande. Denn ich habe gewählt von Walk the Moon, Shut Up and Dance. Okay. Pack das gleich mal drauf. Zur Playlist hinzufügen. Okay, Chris, du? Jetzt kommt der Knaller. Ich habe letztens ja einen Mietwagen gehabt, weil meiner bei der Inspektion war für einen Tag und durfte dann wieder Radio hören. Und da kam tatsächlich im Radio BTS. BTS ist eine super weltweit erfolgreiche koreanische Boyband. Und ich habe deswegen von BTS, weil es im Radio lief und weil es irgendwie tatsächlich immer noch in meinem Kopf hängen geblieben ist, und das ist bemerkenswert, den Song Dynamite drin. Ja, so ein sehr eingängiger Song. Ne? Ja. Wobei ich, ach, du kennst ihn. Ja, klar. Also, hey, BTS, das kennen wir schon. Und was ich aber von BTS fast noch ein bisschen besser finde, gerade das ist zusammen mit Coldplay, dieses My Universe heißt das. Kommt auch immer in diesem französischen MTV her, was ich immer mal gucke. Was sich für Abgründe auftun, ist ja immer so spannend. Ja, ist doch nicht schlecht. Ist doch wirklich, also wenn Popmusik, wenn du das irgendwie definieren müsstest heutzutage, würde ich sagen, das ist das. Also das ist absolute Popmusik, ja. Und ich glaube, ich ändere meinen Tipp nochmal, weil bei Licorice Pizza kam ja David Bowie, Live on Mars, das werde ich, glaube ich, mal nehmen. David Bowie, Live on Mars aus dem Soundtrack von Licorice Pizza, weil ich hatte erst überlegt gehabt, ob ich von dieser Band von Heim was nehme, aber es hat mir alles nicht gefallen. Das ist so eine Mädchen-Pop-Band, habe ich ein bisschen reingehört gehabt, das hat mir alles nicht so gefallen. Okay, hier David Bowie, 2015 Remastered, das klingt gut, das nehme ich.
zack und drauf. Dein BTS ist auch schon drauf. Also, wenn ihr es auch hören wollt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht so nachsingen, du bist so nah dran, dann müssen wir noch GEMA zahlen hier. Ich habe deine Meinung. Extra einen Fehler gewusst, eingebaut. Okay. Ja, mehrere. Okay. Mehrere. Ich habe uns falsch ausgesprochen. Ah, okay. Sehr gut. Dann abonniert KinoCast Songs auf Spotify und ja, dann habt ihr immer eine bunte Mischung aus diversen Musikrichtungen. Jetzt haben wir sogar K-Pop drauf. Hatten wir schon K-Pop? Ich glaube nicht, aber kann man nicht. K-Pop haben wir bestimmt drauf. Bestimmt. Ja. Psy hast du doch mal drauf, oder? Eben. Ja, sehr gut. Und dann euch vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet und wer da wieder geht. Ich gehe auf jeden Fall, ich gucke mir das auf jeden Fall an und werde dann berichten. Ja, dann gibt es nächste Woche auf jeden Fall von Chris und mir was zu Ghostbusters Afterlife und mal gucken, was uns noch so. Mal gucken, was uns noch so unterkommt. Ich liebe es. Ja. Okay, tschüss. Auf Wiederhören. Mario, tschüss. Das war der Rausschmeißer hier.